Yo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2017. Es gibt vier neue Screenshots vom LS17 und hier seht ihr schon mal den ersten Screenshot von der Goldcrest Valley Map. Unten rechts sehen wir einen Basketballplatz, wo ihr auch hinterher Basketball spielen könnt. Also ihr könnt den Ball aufheben und dann auch ein kleines Duell machen. Das ist relativ cool. Auf der Straße sehen wir dann einen typischen amerikanischen Sattelschlepper, der Holz hinten drauf hat. Und links davon sehen wir dann eine Kuchenfabrik, also so Stanley Cakery, so wie ich das hier erkennen kann. Und dahinter sehen wir dann halt die USA-Flagge. Im Hintergrund befinden sich die Berge, das bedeutet, dass es eine bergige Map ist mit vielen Höhenunterschieden und so weiter. Aber das sehen wir dann auch schon bald, was damit gemeint ist. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir eine ziemlich coole Szene beim Sonnenuntergang. Da können wir nämlich einmal einen See sehen, also diesen Lake. Und da sieht man auch schon die Wassertextur, also das spiegelt diese Bäume, die dort sind, und dort fährt auch ein Pickup-Truck durch und wir sehen die Beleuchtung, die ist übelst geil gemacht. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann die Map, wie das insgesamt aussehen wird. Wir haben viele Felder, besonders auffällig sind diese riesigen Felder an der Ecke und dieser riesige Fluss, der hier durchläuft. Da unten ist eine komplette Gerade, da könnt ihr dann mit dem Zug selbst fahren, aber weitere Infos dazu gibt es auch bald. Und auf dem letzten Bild sehen wir dann ein Feld, beziehungsweise zwei Felder, die hier unterschiedliche Früchte haben. Einmal da hinten, das sind wohl Weizenpflanzen, und hier vorne eventuell Sojabohnen oder was das auch immer darstellen soll. Ja, im Hintergrund sieht man auch schon wieder die schönen Berge und einen tollen Himmel.